Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren, vielleicht auch der finalen Folge von Alice Madness Returns. Da ist der Mann, der uns zu dem gemacht hat, wie wir sind, der unser Wunderland zerstört, der uns psychisch kaputt macht, der unsere Schwester und getötet und das gesamte Haus in Brand gesetzt hat. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung. Deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Okay. Interessant. Das ist aber definitiv nicht die Realität, weil da sind komische Schatten herumgelaufen. Das müsste das Haus sein, wo ich herkomme. Also das Waisenhaus, dieses, wo er so schön... Hier sind aber auch nur Kinder, ne? Nur Kinder, Kinder. Unser einziger Weg führt hier... durch. Ist das eine U-Bahn? Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. So, nun befinden wir uns auf dem infernalischen Zug. Und das davor könnte vielleicht auch die Realität gewesen sein, aber die hat sich, wenn dann, auf jeden Fall mit dem Ganzen eben vermischt, mit unserem Wahnsinn, den wir dem Doktor zu verdanken haben. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht. Dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht.
mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Ich glaube, hier gibt es auch gar nicht großartig zu sammeln, ne? Ich glaube, wir rennen auch nur schnurstracks auf den Gegner zu, den Finalen, und haben solche Videosequenzen. Aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte, am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst, ist es nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein! Arme Lizzie! Und es gibt keine Zentaurenheit Oxfords. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren! Wie sie da steht, erstmal hier diese ganzen Zusammenbrüche im Grunde genommen, das ganze... dass sie sich jetzt erinnert und dies und das und jenes. Und sie steht da, lalalala. Vor allem, dass sie weiß, wer für den Brand und den Tod ihrer Familie verantwortlich ist eigentlich. Okay, sind wir jetzt ganz vorne drinnen? Bestimmt noch nicht. Ich dich da. Ah, doch. Wir sind jetzt im finalen Kampf. Gegen den Puppenspieler. Für die Vergangenheit muss man... Das muss man... kaputt machen. Ich muss jetzt gucken, wie es sich verhält. Woo! Ah, guck mal, jetzt kann ich. Perfekt. Super, super, super. Ach, das ist so eklig mit der Hand. Aber jetzt versteht man auch dieses Handsymbol mit den Fäden, ne? Hey, auf damit. Kommen auch noch andere Gegner, oder was? Oh, das ist... Oh, nee, das... Oh, das ist furchtbar. Das mag ich gar nicht. Nee, ist noch nicht. Hat aber lange zu haben, muss ich sagen. Ah, jetzt ist es weg. Okay. Dürfte jetzt die Hand weggehen, die nächste Hand kommen? Wahrscheinlich. Und das war immer so für mich dieses... Okay, was muss ich machen? Etc. pp. Klar, es ist irgendwie... Danke. Es ist ja irgendwie offensichtlich, ne? Aber für mich damals war das nicht so. Als ich das erste Mal gespielt habe. Aber das geht ja noch. Ich habe irgendwie was Komplexeres im Kopf. Aber
würde mich nicht wundern, wenn das einfach wirklich ist, dass man irgendwie was abwarten muss oder so. Das ist ja öfters mal in Kämpfen, dass man erstmal eine gewisse Abfolge von Angriffen ausweichen muss, überstehen muss. Weil die Hand macht so einen auf lieb, etc. Ist dann so ein Gastik hier. Ja? Ist so schön, dass einfach die eigenen Leute auch kaputt machen. Okay. Okay, dann versuche ich da mal. So anzugreifen. Muss nur aufpassen. Auch weg. Und jetzt? Was haben wir jetzt? Hallo? Spannt mich nicht auf die Folter, bitte. Da hat ja nur so kleine Ärmchen hinten dran hängen. Sieht irgendwie niedlich aus. Wenn auch sehr kurios. Oh Gott, beide Hände. Ah, die kann ich doch nicht mal angreifen. Dann ist das wahrscheinlich die Stelle, wo ich nicht mal wusste, was ich zu tun habe. Ich doch nicht angreifen. Ach, verdammt, Hacke. Ich wollte entsprechend ausweichen. Oh, jetzt kann ich den da angreifen. Okay. Oh, jetzt habe ich noch solche Gegner. Super. Sehr nett. Nee, da will die Hand wieder zu mir. Ah. Ah, guck mal, jetzt macht er das wieder. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder zugreifen. Nein, 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 nein. Toll. Funktioniert gut. Und er hat da noch ein paar Gesichter. Oh, ich habe viel zu viel Schaden kassiert. Mit diesen blöden fliegenden Dingern. Nee, 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 nee. Mit diesen blöden Händen. Ich fände es so gut, wenn die sich um die Säulen verheddern könnten, aber das können sie nicht. Schade drum. So. Glück greift doch immer nur eine Hand an. So. Mach's jetzt wieder so gut. Da habe ich die jetzt schon mal erledigt. Das ist gut. Ein bisschen Heilung. Wow, verdammt, ich habe nicht drauf geachtet. Bin schon gewundert, warum. Nein, 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 nein. Ja, perfekt. Ich habe nur noch ein Gesicht. Ah. Bewegung bleiben, Bewegung bleiben, Bewegung bleiben. Jetzt habe ich ihn besiegt, bitte.
Ich bring dich in den Knast. Und da wird dich irgend so ein tummer Schläger zu seinem Schatz machen. Und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau? Ex-Irre? Brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Ich würde mal sagen, es gab keine Zeugen dafür, ne? Was da passiert ist, er ist gestolpert. Das haben wir alle gesehen. Er ist gestolpert und runtergefallen. Und da hat sich jetzt definitiv Realität und unsere Fantasie miteinander vermischt. Weil Wahnsinn ist es ja nicht mehr. Wir sind ja, denke ich mal, wieder alles tutti frutti und haben das Wunderland gerettet, würde ich sagen. Hier rein? Nö, können wir nicht. Ah, Alice. Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Ja, und damit haben wir Alice Madness Returns durch. Wir haben es nicht komplett auf 100%. Uns fehlen ein paar Kleinigkeiten. Jetzt zuletzt waren es, glaube ich, 4 Erinnerungen und der eine Raum. Aber ich habe ja schon gesagt, ich mache noch ein Bonusvideo, wo ich diese restlichen Sachen sammle. Liegt in eurem Ermessen, ob ihr euch das angucken wollt oder nicht. Aber ja, ich liebe dieses Spiel. Ich finde das so toll vom Design her, von der Story-Entwicklung, weil man so Stück für Stück sich wieder erinnert und eben auch mit diesem Zerfall des Wunderlands so konfrontiert wird, der ja auch den eigenen Zerfall widerspiegelt. Und dann zu erfahren, dass der, dem wir vertraut haben, dafür verantwortlich ist, dass wir so verrückt wurden. Und dazu die Musik, das Handling. Also ich liebe dieses Spiel einfach. Und deswegen war es ein Herzenswunsch, dass es auch mal auf dem Kanal ist. Es gibt ja noch eine Vorgeschichte zu Alice Madness Returns. Heißt American McGee's Alice. Für diejenigen, die die PlayStation 3 Version haben, haben auch die Möglichkeit, das den Vorgänger spielen zu können. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo kaufen kann. Vielleicht irgendwo, ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht. Weil ich meine, das wäre so eine Sache, ja, wer die Version hat oder auch für Xbox wahrscheinlich, die können das spielen oder sich irgendwie downloaden, wenn sie dann das Spiel haben. Und der Rest halt hat Pech. Ich möchte gern, dass die Vorgeschichte auch spielen wollen, auf den Kanal bringen wollen. Ich habe ja die PlayStation 3 Version. Ich habe jetzt zwar hier das als PC-Version gespielt, weil es mal irgendwann total günstig im Angebot war. Und ich will mal gucken, dass ich das hinkriege, dass wir dann eben auch den Vorgänger spielen können. Das wäre gut, weil den kenne ich selber auch nicht. Ich habe den mal angefangen zu spielen. Bin aber gänzlich überfordert gewesen, weil ich irgendwie es nicht geschafft habe, irgendwie von A nach B zu springen oder so. Keine Ahnung. Aber
Damals hatte ich nicht die Zockererfahrung, wie ich sie heute habe, ne? Gut. Ich denke, ich kann hier einfach mal zurückgehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine Übersicht gibt. Es gibt auf jeden Fall neue Spiel Plus, wenn man es einmal durch hat. Und Kapitelauswahl. Hier sehen wir, wir haben in der Domäne des Hutmachers eine Schnauze nicht gefunden und eine Flasche. Wir haben in den Illusionstiefen eine Schnauze und eine Flasche, die uns fehlen. Orientalischer Hain fehlt uns nur der eine Raum. Königinland, da haben wir drei Flaschen nicht gefunden. Und das Puppenhaus fehlt uns noch die eben drei Erinnerungen, gar keine vier Erinnerungen, sondern drei Erinnerungen und der eine Raum. Und im Zug gab es halt gar nichts zu sammeln, ne? Das so viel. Wir können in die einzelnen Kapitel reingehen. Das werde ich dann in der Bonusfolge machen. Zusatzinhalte gibt es auch. Charaktere kann man sich angucken. Denen man halt begegnet ist. Kriegt man halt ein paar Informationen dazu. Kann dann weiter vorherig Dings. Entsprechend kann man sich das angucken. Kapitel 2 fehlen uns sogar ein paar Gegner, komischerweise. Sehe ich gerade. Weil wir haben 55 von 74 Charakteren. Alles klar. Kapitel 2, da haben wir wohl ein paar übersehen irgendwie. Keine Ahnung. Kapitel 4 genauso. Fehlen uns auch ein paar. Dann verstörende Visionen. Warum Kapitel 1 keine freigeschaltet sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woran das sich orientiert. Ob sich das an den Erinnerungen orientiert oder nicht. Aber wir haben 24 von 40. Vergangenes. Ach so. Ja, da kann man ein bisschen was über sie erfahren. Aber irgendwie kann ich nicht runterdingsen. Keine Ahnung. Ach so. Das wird dann automatisch runtergemacht. Ich mach's mal so, ich würde es jetzt nicht vorlesen. Könnt ihr kurz pausieren und es euch durchlesen, sofern ihr das möchtet. Ich hoffe, dass es nämlich soweit passt. Aber ich glaube, da geht trotzdem irgendwas verloren. Weil so kann ich auch nicht mit der Maus. Also ein bisschen was geht, glaube ich, immer verloren. Aber vielleicht kann man ja perfekt pausieren, gerade wo es so hoch geht. Und das sind diese Firmchen. Da haben wir natürlich alle 21 Stück. Ja, ja. Das sind die Zusatzinhalte. Erinnerungen haben wir auch, dass wir eben sehen können, in welchem Kapitel welche Erinnerungen es gab. Und wir haben auch die Möglichkeit, da komme ich jetzt gerade so nicht hin, aber mit der Maus natürlich, anziehen. Von der Geschichte her, klassisch im Schrumpfzustand regeneriert man. Aha. Also wir können das klassische Outfit haben, wenn wir im Schrumpfzustand sind, dann regenerieren wir. Dampfkostüm, Behältnisse bergen mehr Zähne und Rosen. Die Sachen haben nämlich dann Effekte. Feinde lassen doppelt so viele Rosen zurück. Feinde lassen doppelt so viele Zähne zurück. Gesundheit auf maximal 4 Rosen begrenzt. Das ist natürlich auch eine kleine Herausforderung. Verdoppelt Schrumpfsinn-Dauer. Waffen, meine ich, können wir auch irgendwie ändern oder so. Aber hier anscheinend nicht. Aber im Schrumpfzustand regeneriert man, ne? Das finde ich gut. Und so kann man sich ein Outfit aussuchen und damit halt wirklich alles spielen. Das ist dann nicht mehr storyabhängig. Ich hatte ja jetzt Geschichte, dem Wunderland überlassen, welches Kostüm Alice trägt. Da hatte ich mir das am besten für den Anfang geeignet. So, gut, gut, gut. Nee, das will ich gar nicht anziehen. Wenn, dann neige ich eher dazu. Das da. Aber egal. Gut, so viel erstmal zum Spieldurchlauf. Wie gesagt, es kommt noch eine Bonusfolge mit den letzten Sachen, mit den letzten Erinnerungen und dem Raum und so weiter und so fort. Wobei die Räume an sich von der Art her wahrscheinlich nicht interessant sind, aber deren Orte. Okay, gut. So viel dazu. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen, fürs fleißige Kommentieren und
lasst mich wissen, wie ihr das Spiel fandet, vor allem von denjenigen, die es noch nicht kannten. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der Bonusfolge wieder und bei anderen Projekten. Bis dahin, dann tschüss, eure Time.